Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Rules Replay Cast von den Panzerknackern. Heute habe ich für euch ein 2 gegen 2 auf der Map Seite an Seite. Zusammen spiele ich heute mit Jamer als Russen und ja, ich als Deutscher gegen KSK Feuerflügel, glaube, als Franzosen und Skillobst LP HD als Deutscher. Ehemals, glaub, Murtag war das, genau. Ich weiß gar nicht, wer das hier war, aber die beiden kenne ich eigentlich, ja. Genau, ich bin heute 2 gegen 2. Ich spiele öfter mit mehr zusammen. Gegen ihn, mit ihnen, meistens dann 2 gegen 2. Und wie ihr seht, es sind von der Nationenwahl, beziehungsweise sie haben natürlich random gespielt. Ob die es gewählt haben, ihre Nation, weiß ich nicht. Von der Nationenwahl sind die beiden eigentlich ein Vorteil. Weil man kann eigentlich schon sagen, dass die Nation hier auf der Karte den Ausschlag gibt, wer gewinnt. Weil mit einem Blockhaus oder mit einem Maginot-Bunker, den man hier in die Mitte einfach setzt, kann man die Hauptangriffswege für viele Einheiten, Artillerie, Panzer, etc. schon zumachen. Dass man eigentlich nur noch über die Seiten oder über den Luftraum agieren kann. Als Unterstützung für Maginot-Bunker zum Beispiel kann der Deutsche dann R spielen. Oder halt der Franzose dann noch Luftabwehrgeschütze, Sau 40, was auch immer, was er im Petto hat, spielen. Ist halt eine ziemlich gefährliche Mischung, muss man sehen, wie man dem begegnet. Oder wie man dagegen gewinnen will. Und wir werden ja sehen, wie das Spiel dann abläuft. Ist wirklich ein interessantes Spiel geworden. Und wir würden sagen, was am Ende zum Sieg geführt hat, beziehungsweise was dann mehr Meinung war, was zum Sieg geführt hat. Und ja, gehen wir rein. Was? Ach, der Gegner zuerst. Klare Aufgabenteilung. Der Deutsche geht auf Luftwaffe. Und dann haben wir schon zwei Depots. Und der Franzose auf ein Depot, noch ein Depot, Panzerbasis und der Maschinobunker, wie angesprochen, der natürlich in die Mitte kommt. Und eine Panzerbasis für Recons etc., damit hier keine Kaserne irgendwie durchschlüpfen kann, so wie es nämlich hier gerade probiert. Ist natürlich auch eine Taktik, wo der Maschinor eingesetzt ist, einfach hier durchzurushen. Und zum Beispiel auf den R-Spieler zu gehen, der kann sich ja gegen erstmal nie wehren. Das ist eine Luftwaffe, zumindest nie gegen alle Einheiten. Blöderweise wird der Maginot-Bunker fertig. Und ist in Sichtweite vom Maginot-Bunker, wird abgeschossen und kriegt sogar noch, wird sogar noch verbrannt hier. Doppelt hält besser. Klein eingeebnet, eingeäschert und Dünger jetzt für die Landschaft. So, ich bringe erstmal eine Mäh raus. Hab mir gedacht, eigentlich wollte ich ja den Bunker abfangen, der hier kam. Aber da nur ein Tanner war, konnte ich den natürlich nicht sehen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal im Tech-Nachteil, weil Skillops LP jetzt schon die Düsenjäger getaggt hat und ich ja nie. Denken wir jetzt aber, okay, hat vielleicht stärkere Einheiten, aber ich kann ihn outnumbern. Beziehungsweise ich habe schon meine Mies auch getaggt. Und gehe jetzt mit zwei Einheiten auf eine. Und dadurch fliegt er seine, beziehungsweise er zieht seine zurück. Und das Problem ist, ne, bei dem Air Micro oder bei Ruse, wenn die Einheiten schon getargetet sind und eigentlich schon genau einen Schuss abgeben oder kurz davor sind und man die wieder nach Hause schickt, werden die als leer gekennzeichnet, obwohl die noch jegliche oder alle Munition haben, die sie am Anfang hatten. Das finde ich ein bisschen sinnlos. Ein bisschen schwachsinnig drin. Graufe ich mir öfters die Haare dann drüber, über den Quark, aber naja. Muss dann mit leben und die Entscheidung früher treffen. Genau, was ich gesagt habe, mehr versucht jetzt über die Seite durchzurennen, beziehungsweise die Panzerangriffe abzuwehren. Und rennt ein bisschen in das Maginot-Feuer rein, aber macht ja nichts. Gegrilltes Russenfleisch schmeckt bestimmt auch lecker. Für den Kannibalen und im Luftkampf verliere ich einen Düsenjäger. Hab mittlerweile eine New getaggt, um die Penhards zu snipen. Problem auf der Map ist, wenn man dann Französisch spielt und man hat keine Infanterieunterstützung, muss er die Seiten trotzdem verteidigen. Und wenn dann hier Infanterie 3, 4 oder 6 umgelaufen kommt,
Das wäre das alles für die Fenden. Und dadurch können halt die Infanteristen durchschlüpfen, vielleicht Saku einnehmen, Depot zerstören, die Einheiten auf dem Flugfeld zerstören oder was weiß ich. Was man hier macht, das splittet seine Einheiten. Er zwingt quasi die Panzer dazu, sich zurückzuziehen und nimmt die Einheiten, die. Also quasi damit distractet er den Teil von der Einheit, die aufs Flugfeld gehen soll oder aufs Depot. Kriegt sogar einen von den Panzern down. Und rennt jetzt aufs Depot zu. Ja, im Luftkampf verliert wieder ein paar Flugzeuge. Punktemäßig sind wir gerade hinten dran. Und ecotechnisch steht ein Depot, zwei Depot gleich auf. Oh, das geht ja noch. So, er nimmt sich ja das Depot ein. Das heißt, es gibt erstmal kein Geld über dieses Depot für die beiden. Also die Trucks müssen den Weg mit dem Depot zurücklegen. Ich weiß nicht, warum die jetzt beiden Depots erfunden genommen haben. Aber das kann man natürlich durchaus machen, wenn man sich sicher ist, dass das dass der Maschinenbunker. Krasser Scheiß. Aber die Gardisten kriegen ja ein paar Flugzeuge vom Flugfeld geschossen. Surprise Bat 6 und noch ein Depot und das HQ gehört immer noch. Ja, mehr. Aber wie gewonnen, schon Saron. Mittlerweile sind hier 3 S35 und Pennard auf meiner Seite durchgeschlüpft. Und ich hab, oder mehr, wir haben ja beide keine AT hier. Das heißt, die Good Micro brechen jetzt durch die Linien durch und sieht alt für mich dann aus schon wieder. Ja, Skillops LP holt sich sein HQ zurück mit einem Fallschirmjäger. Musste er zwar tecken, aber HQ ist halt wichtig, damit er weiterspielen kann. Und da der Move jetzt mit dem S35 mir richtig an den Hals geht, richtig Schwierigkeiten bringt, hat er auch die Zeit dazu, dann den falschen Mega zu tecken und hochzubringen. Ja. Genau, was man hier sieht, würde ich so meine U hier landen wollen, würde die auf jeden Fall abgeschossen werden von den S35, die warten dann darauf, wie Schießhunde vom Zaun bis zur Postbote kommt. Deswegen muss man immer drauf achten. Man kann ja so Micron, wenn die U landen will, oder das Flugzeug, muss man kurz vorher das in andere Richtungen lenken oder dem einen anderen Befehl geben. Dann heben die kurz vor dem Flugfeld wieder ab, geben Gas und fliegen weiter, so wie ich das hier nie gemacht habe, aber vor uns. Und dann werden sie nicht so zerstört wie hier. Ja, Kacke für mich, generiert keinen Nachschub. Flugfeld ist zerstört. Ja, mein Flugzeug können die landen, seine können ja genüsslich alles wegfetzen, was bei mir rumfliegt. Und ja, jetzt geht es ja darum, die S35 aus meiner Basis zu vertreiben, damit ich die wieder einnehmen kann, beziehungsweise mein HQ wieder aufbauen kann, mein Flugfeld, Depots nehmen, pipapo. Also sind die Gardisten ja gut geeignet, wie man sieht. Erster Fleet kriegt einen Bazooka-Hit, zweiter Hit weg, noch ein Hit, oder noch zwei Hits. Nächster Panzer down. Ich baue jetzt hier ein Siegfried Blockhaus, was ich eigentlich hätte gar nicht bauen müssen. Weil die Panzer sind ja zerstört worden durch mehr gutes Inframicro, beziehungsweise weil die Franzosenpanzer ja relativ langsam sind. Und ja, das heißt, wir sind egotechnisch, haben wir was verloren? Ne, 4 Depots gegen 5 mittlerweile. Ja, sind wir eins zurück. Aber haben auch keine Luftwaffe mehr, beziehungsweise Askelops LP hat ein Flugzeug und ich habe nicht mal Flugfeld. Aber nichtsdestotrotz wird weitergemacht. Ist ja noch kein Grund, dass man verloren hat. Und deswegen tut es mehr wahrscheinlich erstmal über die rechte Seite weiter zu pushen. Mir ein bisschen Zeit verschaffen zum Wiederaufbau, ein bisschen Schaden zu machen, je nachdem. Und muss gleichzeitig den S34 abwehren. Hat mittlerweile noch ein neues Depot genommen. Damit sind wir da ecotechnisch gleich, nein, ziemlich danach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Depots gegen immer noch eins weniger. Ja, oder? Wir haben sogar, ne, wir haben eins weniger auch noch. Kardisten stürmen jetzt hier in ihren Tod. S35 dreht sich um wie so ein alter quietschender Drehstuhl. Ja, Bazooka zücken, wieder einpacken, Bazooka zücken, wieder einpacken. Oh, schöner Hit.
Fliegende Figuren. So, splittet jetzt wieder seine Einheiten. Will damit erreichen, dass der Gegner wieder gezwungen wird, mehr Geld auszugeben, beziehungsweise den Penner einkreisen. Skillobst LP hat mittlerweile zwei Bomber gebaut. Will wahrscheinlich, natürlich kann er Infanterie pushen, damit richtig gut verteidigen. Und zu weiteren kann natürlich auch Gebäude zerstören, wie ja, mein Flugfeld, Blockhaus, je nachdem, alle Gebäude halt. Was noch interessant ist, für einen UHQ braucht man, wenn man gerade drüber fliegt, also 90 Grad zur längsten, zur Häuserhauptseite, zur Eingangsseite, braucht man zwei Bomber. Und wenn man quasi in der Richtung drüber fliegt, dass alle Bomben das UHQ treffen, braucht man nur zwei Bomber, ansonsten drei von den leichten Bombern. Ganz interessant zu wissen. So, habe ich mein Flugfeld getarnt, damit das von den Bombern nicht angegriffen wird, beziehungsweise nicht meine Flugzeuge nicht auf dem Boden zerstören. Und ja, baue mich wieder auf. Mehr verschafft mir die Zeit dazu, da er den Franzosen distracted, ihn dazu zwingt, seine Einheiten wegzubewegen von mir, beziehungsweise gegen die Infanterie zu verteidigen. Ja, rennt ja noch eine Flanke mit den Gardisten ganz weit außen rum durch Niemandsland in die Base von Skillops LP. Und mal tun ihr Übriges. Wird schwer, das zu also durchzubrechen. Aber wie man hier sieht, einer von den S35 wieder angehittet. Guardia rennt hinterher wie. Kriegt einen Down, sehr schön. Andere S35 wird auch angehittet und zerstört. Aber mittlerweile wichtiger Tech. Sau 40. Können schön auf Entfernung die Quadristen schon angreifen. Oh, Airfight. Level Punktetechnik sind ungefähr gleich auf, gibt gerade keinen klaren Vorteil für irgendwen. Wirken jetzt auf 40, mehr mittlerweile auch schon mit dem Tech der Su-85. Weil die leichten AT-Geschütze, die man hier sieht, haben halt gegen Sau 40 keinen Nutzen. Werden einfach aus der Range angegriffen, ohne einen Hit abzugeben. Gucken nur doof, wo die Klatschen herkommen. Genauso wie die Quadisten, die drehen instant um, wenn die ein paar Schellen abkriegen. Ja, mittlerweile haben wir eine Luftwaffe wieder aufgebaut. Viele Flieger, 4 oder 5. Amerikanisch gegen Skillups LP ist Luftwaffe wieder konkurrieren. Kriegen noch Unterstützung, ein paar Luftabwehrgeschütze von mehr. Gute Investitionen hier auf der Map immer. Die meisten Luftkämpfe finden dann hier in der Mitte statt oder vielleicht auf den Außenbahnen eher weniger. Und wenn man hier manövriert mit seiner Luftwaffe, kriegt man auf jeden Fall, wenn die Luftabwehrgeschütze in einer schönen Konkave hier verteilt sind, immer irgendwie einen Hit ab. Also unterstützen die Luftkämpfe immer gut. Muss natürlich auch gucken, inwiefern das dann einen wieder committet. Und inwiefern, ja, genau, inwiefern das einen committet. So, zur Protection meiner Base packt jetzt mehr ein paar von den ja, Sus auf meine Seite. Ein paar ist gut. Eine, die sich dem ganzen Sau 40 Pulk hier entgegenschmeißt. Hat eigentlich nicht viel zu melden, könnten einfach durchrushen. Boah. Ganz lustig, meine Mäh hier geht wieder in die Asche. Aber dafür kriege ich auch zwei Jäger von ihm down. Und drei sogar. Also der Trade hat sich gelohnt, wenn ich nicht auch selber was verloren habe. So, hab jetzt hier meine U gebaut. Die obligatorische Recon Sniper U. Manchmal kann man auf der Map auch so spielen, dass man nur Jagdbomber baut. Jagdbomber und Bomber. Wenn man halt Luftabwehrunterstützung hat, vor allem als Deutscher, kann man hier in der Mitte richtig gut agieren. Da die Use ja nicht so angreifen wie stinknormale Fighter-Bomber, indem die halt auf das Objekt oder das Ziel ihre Bombe schmeißen, noch eine riesen fette Kurve fliegen und dann zurück zum Flughafen fliegen, sondern das ist eine Sturzkampfbomber. Die schmeißen ihre Bombe quasi genau bei dem Ziel ab und fliegen dann wieder nach oben hoch. Aber ansonsten, vom Metagame her, wendet man die Jagdbomber eigentlich nur um Recons zu snipen, ansonsten haben die eigentlich keinen Sinn. Beziehungsweise
lohnt sich eigentlich nie, weil als Luft- oder als Air-Spieler es vorrangig darum geht, die Lufthoheit zu sichern, gegen Bomberangriffe zu defenden und die Einheiten zu covern, wenn der Gegner dann Jagdbomber spielt. Und es ist immer eine Frage, inwieweit man, wenn es wirklich Close Combat ist, wenn nur noch 100 Meter oder wenn überhaupt noch 100 Meter, ein Zentimeter, Finger, die Einheiten vom Schuss, von der Schussgrenze entfernen, wie gut man die dann covern kann, ohne dann in die gegnerische Luftabwehr zu fliegen. Ergotechnisch, wie sieht's aus? Kurz Bilanz. Wir haben alle Depots, ne, nicht ganz. Drei Depots fehlen uns, die haben wir nicht genommen. Und unser Gegner hat bis auf 1 alle Depots genommen. Also ergotechnisch ist uns weit voraus. Punktetechnisch haben wir auch noch nicht so Vorsprung genommen, dass wir es uns leisten können, einen Admin zu nehmen. Muss mal gucken, wann man das Admin nimmt. Weil das kostet immer 100 Punkte, 100 Dollar. Man kombiniert sich dadurch eigentlich stark, aber man in der Zeit für die 100 Dollar, bis sich das gelohnt hat, nicht so viel bauen kann wie der Gegner. Wenn das halt ein. Wie sieht's aus? Welche Listen aktiviert hier? Ja, Fanatismus von mir. Also sind meine Einheiten. Nein, auch Fanatismus aktiviert. Okay. Meine Einheiten hier aber trotzdem im Vorteil, weil ich nämlich Luftabwehrunterstützung habe. Die zwei hier und. Ich habe auch noch zwei. Deswegen geht der Kampf eigentlich gut für mich aus, wie man das am Trade hier sieht. Wir haben knapp für 150 Punkte zugelegt. Ich denke mal, 4 Mäß habe ich mehr zerstört im Vergleich. Und ja. Der Counter für die AT-47 sind natürlich dann die leichten AT-Geschütze. Wäre natürlich für mich gleich gefokust, damit die nicht allzu großen Schaden anrichten, beziehungsweise vielleicht einen Recon zerstören, was ja richtig doof wäre. Sind hier gerade. Oh, das erste Admin auf der Seite der Roten und wir haben noch keins. Wir haben auch bloß noch. Ah, das Depot habe ich mir jetzt genommen. Die Depots haben wir noch. 1, 2, 3 Depots haben wir noch. Und unit-technisch sieht das eigentlich so aus, hätten wir ungefähr die gleichen Anzahl. Von Lufteinheiten. Naja, geht so. Was baut er hier? Skillups LP mit noch einem Supply Depot. Wo soll das hingehen? Frage. Ah, das will er nehmen noch. Okay. Ja, mehr hier hat mittlerweile den Maginot-Bunker weggeisut. ISU, starke Dinger. Ja, immer eine sinnvolle Ergänzung in jedem Russenplay. Gut gegen Bunker, gut gegen andere Infanterie, gegen AT, ja, vor allem leichte. Oder auch gegen leichte Panzer. Alldieweil die ja, mit 5 machen die, okay, Damage ist, glaube geringer als den, die den stehen, den die Stucks verteilen. Kosten genauso viel, haben weniger Panzerung. So, wir sind 200 Punkte voraus, sind aber ecotechnisch zurück. Sieht also eng für uns gerade aus. Mittlerweile auch Feuerflügel mit dem zweiten Admin. Oh, was war eng. Passiert aber nicht so viel. Ist gerade wieder Bekämpfe. Außer dass jetzt hier. Achso, wir den Panhard snipen. Damit die Infanterie im Wald nie gesehen werden kann. Aber fliege jetzt über die Luftabwehr mit meinen Abfangjägern. Kriegt natürlich ordentlich Schellen ins Gesicht hier. Die Schweizer Käse. Schweizer Käsegestelle hier, die noch am Leben sind. Ziehen sich zurück. Oh, Penn hat gesniped, sehr schön. Mit Blitz rückt er jetzt hier durch. Und schüttet jetzt hier Luftabwehrgeschütze, Depots, kann ja auf. Verstehen nicht, warum er das Airfield hier gleich so weit vorne gebaut hat. Umso angreifbarer ist es ja, je weiter das an der Front ist. Hätte sie hinten auch gebracht. Und kann mit so einem Infanterie-Push, der einfach mal durchkommt. Und nicht so leicht zerstört werden. Gut für mich ist jetzt, dass die natürlich Luftwaffe wieder angegangen wird. Was man hier auch sieht, die Verteidigung auf der Seite war überhaupt nicht gut organisiert. Es waren nur Panhard da, ein paar Luftabwehrgeschütze. Da können Infanteristen locker durchrücken. Ja, Spiel ist auch gelaufen. Genau. Weil, ja, was kann er nicht mehr retten? Er hat keine Luftwaffe mehr, ich habe meine Luftwaffe noch. Er hat diesmal sogar das Flugfeld und das HQ einnehmen können und Skillops LP hätte sich das nicht zurückholen können. Von daher wäre luftwaffentechnisch nur noch der Franzose da geblieben und der hätte dann
Na gut, er hätte noch das Geld gehabt, aber wohl, wenn die Depots fehlen. Naja, aber auch eng geworden für ihn. Er hat hier einen schönen Abwehrriegel aufgebaut, dass nichts durchkommt, mit den Infanteristen dann an den Seiten gestänkert. Die Seite war ja richtig gut defended. Wie sieht man noch die Fracks von den Sau 40, die hier noch gegrast, keine Tiere, rumgestanden haben. Ja. Haben sogar auch einen Admin. Aber letztendlich hat auch mehr dann gesagt, dass die Seite nach der Zeit, ich glaube, wir haben, hatten wir für ein Zeitlimit, 40, 17, na, 40 Minuten, nach 17 Minuten halt immer noch so schlecht verteidigt war. War halt das ausschlaggebende Mittel dann, warum wir also durchbrechen konnten und das Spiel gewonnen haben. Trotzdem natürlich war ein gutes Spiel von den beiden. Und ja, das darf man nie einfach so in den Schatten stellen und vergessen. Haben die beiden gut gemacht. Gehen mal kurz in die Übersicht. Gucken nochmal kurz Kills, bla. Ah, gut. Wir hatten knapp 300 mehr Einkommen. Durch die Depots und durch die Admins, die sich, ich glaube, gar nicht ausgezahlt haben. 68 haben sie eingebracht, 2 hat er gebaut. Hat eigentlich miese gemacht, dafür hätte er halt ein Admin weniger bauen sollen und die Verteidigung besser strukturieren und organisieren sollen. Bei Skillops LP-Seite. Wir hatten da weniger Einkommen und wie sieht es eigentlich im Luftkampf aus? Ich habe mehr Schaden gemacht, weiß aber nicht, inwiefern jetzt schon die Einheiten dazu zählen. Die 34 Panzerabwehreinheiten. Inwiefern jetzt schon die Daten dort dazu zählen durch die Aufgabe, durch die Kapitulation. Oh cool, können wir einmal nehmen. Verluste. Ja, er hat Meldorf-Waffe verloren. Aber er kommt auch wieder, oder? Okay. Vielleicht erhält man lieber keine Daten darüber. Und ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst ein Like, Kommentar oder Abo da. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt das gerne weiter, was wir hier machen. Könnt ihr gerne Replays senden. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.